Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Scryfies. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play Metin 2.de auf dem Server Chimera. Und in dieser Folge werden wir wieder ein bisschen weiterarbeiten. Wir werden unter anderem auch die Schlangenrüstung nochmal versuchen. Denn in der letzten Folge hatten wir ja ein paar magische Steine gezogen. Mal schauen, ob die hochgeht. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Kurze Info vorweg, wenn ihr Metin 2 spielen wollt, aber noch keinen Account habt, registriert euch bitte kostenlos über meinen persönlichen Link. Diesen Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach einen Account darüber erstellen und schon ist der kostenlose Support da. So, ich würde sagen, wir haben genug geschwätzt. Viel Spaß beim Video. Leute, absolut crazy. Die Ratzeier sind einfach bei fast ein Won. Und ich zähle mal kurz auf dem anderen Chart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ratzeier. Das heißt, wir haben 12 oder sagen wir mal 10 Won allein an Razador-Eiern. Holy shit, Digga. Gut, in diesem Sinne werden wir jetzt erstmal die zwei Switcher Plus über die Schlangenklinge ziehen. Vielleicht kommt ja was Gutes bei rum. Nein, 10 dB, 12 Int behalten wir. Und der letzte Switcher Plus. Da hätten wir 5 dB, 5 Halbmenschen, 8 Ohnmacht. Uff. Aber da hole ich wirklich lieber meine alten Bonis. Gut, Schlangenklinge ziehen wir wieder an. Und jetzt heißt es, 7 magische Steine versus Schlangenmantel. Wird es hochgehen? Ja, wäre auf jeden Fall nice. Wäre wieder ein bisschen Verteidigung mehr. Schauen wir einfach mal nach. Der erste hat schon mal gefailt. Der zweite hat auch gefailt. Schade. Ah, plus 12 wäre schon schick, Leute. Ja! Nice! Sie ist plus 12. Uff, stabil. Jetzt bin ich happy. Das hat mich jetzt gefreut. Das ist geil. Das ist stabil. Jetzt haben wir noch 4 magische Steine übrig. Ich besorge eben das Material. Gut, in diesem Sinne versuchen wir jetzt nochmal 4-mal auf plus 13. Ich erwarte nicht, dass das klappt, weil das ist auch ein sehr teurer Try, wie man jetzt sieht, weil da kommt eine schimmernde weiße Perle ist 3 Won wert, Mondstein ist 1 Won wert. Das hier sind, ja, sagen wir mal 4 Won, 4,5 Won. Unten war auf 10 Won auf. Ein Try kostet gerade 10 Won, nur damit ihr Bescheid wisst. Also, ja, ne? Das waren schon mal 10 Won für die Katz. Das ist natürlich jetzt wieder arschteuer. Ah. 2 Versuche haben wir noch. 2 Versuche haben wir noch. Und jetzt der letzte. Ich bin gespannt. Last but not least. Schade. Okay. Hat leider gefailt, aber immerhin ist sie auf plus 12 gegangen. Und das ist doch auch schon mal was. Ja, ich will aber auch, dass die Rüstung ein bisschen höher als plus 12 wird. Deswegen habe ich hier nochmal den magischen Stein besorgt. Beziehungsweise, ich glaube, den hatten wir sogar noch übrig. Ja, damit versuchen wir jetzt die Rüstung auf plus 13. Leider hat es fehlgeschlagen. Schade, Schokolade. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch keine magischen Steine mehr. Ja, ich habe dann versucht, mit ein paar Hydratronen einen magischen Stein zu ziehen, beziehungsweise mehrere magische Steine anzupeilen. 10 Hydratronen habe ich hier auf Lager und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, was aus 10 Hydratronen so rauskommt. In der Vergangenheit hatte ich ja nicht wirklich viel Glück, was Hydratron angeht. Vielleicht ist das ja in dieser Folge mal anders. Bisher kam dann nur Scheiße raus. Jetzt haben wir noch 3 Truhen übrig. Mal gucken, ob die letzten 2 Truhen jetzt das Ganze retten. Steinhandbuch, Segi und Emotionstasche und die letzte Hydratruhe. Ja, was soll ich sagen? Also ich weiß nicht. Ich und Hydratron, wir sind auf jeden Fall einfach auf dem Kriegsfahrt. Wir verstehen uns da gar nicht gut. Ja, mein Kostüm ist nochmal abgelaufen. Da habe ich jetzt ein neues Kostüm besorgt. Und ja, wir werden jetzt die Bonis nochmal übernehmen. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch das 10 dB 10 Crit Kosi gehabt. Muss mal gerade selber abwarten, was da nochmal drin ist. Ja, genau. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Kostüm, beziehungsweise sind Bonis, auf die will ich nicht verzichten. Kann ich auch eigentlich momentan gar nicht, weil ich alles mit dem Damage so eingeplant habe, beziehungsweise mit diesem, ja, mit dem DB-Cap eigentlich alles breche. Also das ist auf jeden Fall nice.
Moin, moin, Männers. Ich habe jetzt wieder keinen Ring mehr, denn ich war jetzt ein bisschen nochmal im Urlaub. Ich war jetzt 3 Tage in Erding und jetzt würde ich sagen, brauchen wir nochmal so einen neuen Pushring. Bin gespannt, wie viele Kisten wir öffnen müssen für einen Pushring. Aus der ersten kam schon mal nur Schmutz raus. Oh, pff, alles klar. 3 Truhen mussten wir öffnen für einen Pushring. Stabil. Ich habe noch eine Petbücher-Kiste rumliegen. Öffnen wir die einfach mal gerade. Widerstandsschamane. Stabil. Finally habe ich auch den Beran Zetau Seelenstein gedroppt und dementsprechend gehen wir jetzt hier hin und holen uns Angriff plus 60. 60 AW nochmal im Status mehr. Schmeckt auf jeden Fall. Jetzt haben wir die Bios auf unser Main tatsächlich mal abgeschlossen. Das ist, glaube ich, mit das zweite Mal in meinem gesamten Leben, wo ich überhaupt mal die Bios wirklich abschließe. Ich habe noch so ein bisschen Resistenz-Equipment rumliegen. Da habe ich gerade 5 Bonis reingemacht. Noch, das ist alles noch von den Königsbeuten. Ich ziehe da jetzt mal 3 Switcher drüber. Vielleicht kommt ja TP rein. Ja, stabil. Direkt mit dem ersten Switcher 1,5 TP, 3 DB, 6 Feuer. Das lassen wir auf jeden Fall. Das werde ich dann auf die Chars geben, damit die auf den ganzen Maps mal ein bisschen schneller laufen. Ich habe wieder für Tigermünzen eine Segnung bekommen und wie ihr wisst, ziehen wir die mal wieder über das HTA. Vielleicht haben wir dieses Mal Glück und es kommt AW drauf. Nein, leider schon wieder nicht. So, jetzt werden wir unser HTA drehen lassen, der gibt uns ein bisschen Pfand und ja, für 1 Wand pro Segnung werden wir jetzt das HTA drehen lassen. Ich hoffe, die gute Rammelziege hat hier ein bisschen mehr Glück als ich. Nee, das war schon mal nix. Es sind, 1 Won pro Dreher machen wir. Der erste war schon mal kompletter Schmutz. Oh, Digga, schon wieder Schmutz. Und jetzt hoffen wir, dass beim letzten was rumkommt. Ja, kompletter Schmutz. Leider voll reingeschissen. Schade, Schokolade. 3 Won weniger. Was soll's. Schade. Oh, okay. Gerne. Nochmal 2 Stück. Die nehmen wir natürlich mit. Ich handle mir kurz die 2 Won von meiner Buff nochmal rüber, damit wir auch die 5 Won haben. Oh. 3 sogar. Machen wir. Ja, nee, Digga. Weiter. Komm. Der Typ hat einfach eben 2x50 AW gedreht. Und bei mir dann natürlich nur Scheiße. Digga. Komm schon, der letzte. Alter, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Ja, dann handle ich mir mal kurz den 1 Won noch rüber. Das ist echt unfassbar. Dass ich einfach nur so viel Pech immer habe, ne? Naja, was soll's. So, geben wir dem jetzt das Zeug wieder. Schade, Schokolade. Wieder einfach 6 Segnungen auf dem HTA gelandet und nur Scheiße. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, ziehen wir nochmal 10 Switcher über den Zodiac-Bogen. Vielleicht haben wir ja Glück. Der erste war schon mal Schmutz, Schmutz. 29 DSS. Ey, das hier sind jetzt, glaube ich, nach über 80 Switchern ist das erste Mal, dass wir an die 30 DSS rankommen. Leider Gottes sind es mir immer noch zu wenig. Joa, machen wir mal weiter. Bisher sieht es echt richtig scheiße aus. Und mit dem letzten kam natürlich auch wieder nur Mist. Auf unserem anderen Char haben wir auch noch mal 10 Stück. Let's go. Zack, 6 DSS, 14 DSS. 28, oh, ein DSS weniger. Joa, ansonsten, mal gucken. Ah, eine Sekunde. Jetzt muss ich jetzt erstmal wieder wiederbeleben. Komm, das funktioniert. Für die paar Sekunden muss ich jetzt nicht die Aufnahme aufmachen. Komm, schnell. Zack und zack. Ja, perfekt. So, komm schon. Nochmal 10 Stück drüber. 7 DSS. 27, Alter. 33, wuhu, nach knapp 100 Switchern, 33 DSS, ist aber viel zu wenig, werden wir verkaufen. Nice, Leute, ich wollte euch nur mal kurz Bescheid sagen, dass mein Ninja aktuell 5-2 Spitze an der Säule hier im Medi-Run macht und das ist auf jeden Fall stabil. Der Alasto fehlt noch aktuell mit dem Oompa Loompa mit meinem alten Pet. Ich denke mal auf 5-5 kommen wir, wenn wir den Alasto auf Pet Typ 6 drehen oder 5 und dem dann Damage Skills reinhauen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Kommi oder ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und unterstützen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin fürs Erste raus. Peace, Leute.